Wöchentliche Sendung von Radio DRRC auf 6070 kHz auf der Kurzwelle am Sonntag, dem 15. März 2020. Aus urheberrechtlichen Gründen wird die Musik herausgeschnitten. News auf dem DRRC. Wissen, was los ist im Verein. Heute mit diesen Themen. Amateurfunk in der Praxis. Seminar in Köln sehr erfolgreich. Erster Hackathon im Amateurfunkzentrum und fünfter Funktag Kassel kann nicht stattfinden. Das Team des DARC-Ortsverbandes Bad Honnef hat am 7. März zu einem QO100-Seminar geladen. Rund 40 Funkfreunde aus drei Distrikten und 17 Ortsverbänden folgten. Bereits Anfang Februar war der angebotene Vortrag mit praktischer Vorführung über den aktuellen geostationären Amateurfunksatelliten QO100 ausgebucht. Das Interesse hat die Veranstalter mehr als überwältigt. Auf dem Gelände des Technischen Hilfswerkes hatten Karlfried Delta Golf 8 Kilo Alpha Juliet und Hans Delta Juliet 8 Echo India wenige Tage zuvor eine Generalprobe für die Empfangsvorführung durchgeführt. In der Nähe des Mittelmastes der Dipolantenne von Delta Lima 0 Alpha Delta wurde eine Empfangsstation aufgebaut, der Parabolspiegel ausgerichtet und der Satellit im Wechsel mit mehreren SDR-Dongles mit guten Signalen empfangen. Begeisterte die Teilnehmer die praktische Vorführung im Hof des THW Bad Honnef. Auch in den Medien wurde die Veranstaltung bei WDR 4 und WDR 5 angekündigt. Mit einem Tweet bedankte sich der OV nach einem wunderschönen Tag unter Funkfreunden bei allen Mitwirkenden. 64 CPU-Kerne, 512 GB RAM, ca. 3 Kubikmeter Material für Prototyping, mehr Notebooks als anwesende Personen, ein gut ausgerüstetes Hardware-Labor und motivierte Teilnehmer. Das sind die Zutaten für den ersten Hackathon des DARC e.V., welcher am vergangenen Wochenende im Amateurfunkzentrum in Baunatal stattfand. Das Referat für Ausbildung, Jugend und Weiterbildung hatte in Zusammenarbeit mit dem Referat für Not- und Katastrophenfunk zu dieser für den DARC neuen Veranstaltung eingeladen. Nach einer motivierenden Einleitung durch Lars Weiler, Herr Kier, Lima Whisky, stellten die Teilnehmer ihre Projektideen den anderen Teilnehmern in 60 Sekunden vor. Diese suchten sich daraufhin Projekte aus, an denen sie das Wochenende primär mitwirken wollten. Dass die Mitwirkung nicht auf ein Projekt beschränkt ist, zeigten die vielen angeregten Gespräche zwischen den Gruppen. Durch die Bündelung der vielen Kompetenzen an einem zentralen Ort konnten auftretende Probleme meist auch binnen weniger Minuten gelöst werden. Dies förderte die Entwicklung der Projekte wie auch das gegenseitige Lernen unter den Teilnehmern. Erste Ergebnisse dieser Gruppen wurden bereits am Ende der Veranstaltung präsentiert. Lars Weiler, Delta Charlie 4, Lima Whisky, zeigte sich begeistert davon, wie weit Projekte innerhalb von 45 Stunden vorangebracht werden können. Neben der Motivation der Teilnehmer ist hierfür selbstverständlich auch das aufgebaute Umfeld verantwortlich. Zusätzlich zu einer technischen Ausrüstung mit Materialien und Werkzeugen für das Prototyping war auch ausreichend IT-Equipment für die Softwareentwicklung vorhanden. Abgerundet wurde das Umfeld durch eine in Eigenregie organisierte Verpflegung für alle Teilnehmer. Am Ende waren sich alle Teilnehmer einig, dass eine solche Veranstaltung einer Wiederholung bedarf. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Fall der Corona-Infektionen haben der DARC-Vorstand und die Geschäftsführung entschieden, den ursprünglichen für den 18. April geplanten Funktag in Kassel abzusagen. Der DARC folgt damit der Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern momentan sicherheitshalber nicht durchzuführen. Auch der 39. Bergheimer Amateurfunkflohmarkt ist betroffen. Wie der DARC-Ortsverband Bergheim der Redaktion mitteilte, wurde die Veranstaltung vom 14. März auf den 13. Juni verschoben. Nach reiflicher Überlegung ist das Organisationsteam übereingekommen, den Schutz der Besucher in den Vordergrund zu stellen. Alle bereits getätigten Reservierungen sowie die gekauften Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Auf Wunsch wird auch rückabgewickelt.
Wir stehen zu unserer Verantwortung, auch wenn es uns sehr schwer fällt, begründet der DARC-Vorsitzende Christian Enzfellner, Delta Lima 3, Mike Bravo Golf, diese Entscheidungen und fügt an, die Gesundheit der Besucher und der Schutz der Bevölkerung stehen im Vordergrund. Weitere Informationen folgen in den nächsten Sendungen. So, das waren die heutigen Meldungen aus der Funkwelt. Nun ein Song von Les Reed mit seinem Orchester. Das ist gewissermaßen der englische James Last und den Piratensender-Fans vor allem durch Man of Action bekannt. Hier ein anderes Stück aus seiner Feder, und zwar Chanson d'amour. Herr Lennerter, aktuelle Veranstaltungshinweise für Funkamateure. Vom 19. bis 29. März ist wieder eine Gruppe Funkamateure auf der Insel Helgoland. Unter Delta Alpha 0 Hotel Echo Lima und Delta Lima 0 India Hotel in der Luft. Im Interview habe ich jetzt Ralf, einer der Organisatoren. Hallo Ralf. Hallo Conny, und ich grüße auch die Hörer von Radio DAC. Ja Ralf, mit wie vielen Leuten seid ihr denn auf der Insel und woher kommt die Mannschaft? Wir sind in diesem Jahr 36 Teilnehmer, darunter 30 lizenzierte Funkamateure. Wir kommen zum Großteil aus Hessen, aber auch aus Bayern, NRW, Hamburg und ein spanischer OM ist auf Deutschland als Verbraucherin mit uns vertreten. Ihr seid unter Delta Alpha 0 Hotel Echo Lima QRV. Was habt ihr denn so geplant? Von der Hauptinsel werden wir mit mehreren Stationen unter DA0 HEL auf allen Bändern inklusive 60 Meter in CW, SSB und in den Digimodes aktiv sein. Zusätzlich über den QO100 in SSB und CW aus dem seltenen Locator Juliet Oscar 3-4. Dann sind wir aber auch an einigen Tagen tagsüber ab 9 Uhr zusätzlich von der Helgoländer Düne unter Delta Lima 0 India Hotel auf 60, 40, 20 und 17 Meter aktiv. Wir müssen jedoch die Düne immer um 16 Uhr verlassen. Denn außerhalb der Saison dürfen keine Personen dort über Nacht bleiben. Beide Stationen haben den seltenen DOK Echo 20 OV Insel Helgoland. Und diese QSOs zählen alle unter anderem für das Insel Helgoland Diplom, was vom Echo 20 ausgegeben wird. Ihr seid alle 2 Jahre auf Helgoland und das bereits seit über 20 Jahren. Wird euch das nicht einmal langweilig? Die Insel verändert sich ständig. Ob letztendlich zum Positiven, sei mal dahingestellt. Landkraftanlagen entstehen in der Nähe. Das Wartungspersonal wohnt auf Helgoland und fährt mit den Booten bereits in den frühen Morgenstunden hinaus zu den Anlagen, um an diesen zu arbeiten. Aber die Natur auf Helgoland ist einfach einmalig. Helgoland hat eigentlich zu jeder Jahreszeit seine Reizung und ist immer eine Reise wert. Wann ist denn die beste Reisezeit für Helgoland? Conny, das ist eigentlich egal. Ein Tagesausflug, um mal richtige Inselluft zu schnuppern, um sich Lust auf Meer zu holen. Danach wird man sicher Lust auf Meer bekommen und bleibt vielleicht beim nächsten Besuch ein paar Tage länger. Die Insel ist eigentlich erst dann am schönsten, bevor das erste Schiff mit Tagesgästen anlegt und dann wieder, wenn das letzte Schiff in Richtung Festland abgelegt hat. Deshalb empfiehlt es sich, mal ein paar Tage länger auf Helgoland zu bleiben. Das landläufige Image vom Fuselfelsen stimmt nach unserer Auffassung überhaupt nicht. Es ist einfach unerklärlich, wieso sich dieses so in den Köpfen der Menschen eingebrannt hat. Kurzum, Helgoland ist einfach inselig. Ralf, dann wünschen wir euch einen guten Aufenthalt und ein volles Logbuch. Vielen Dank, Conny. Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer. Wir haben es am Anfang gehört. Es gibt Funkamateure, die machen manchmal recht seltsame Sachen. Sie reisen in die entlegensten Winkel der Erde, auf die entferntesten Inseln, die man sich vorstellen kann. Nur, um einmal besonders gesuchte Länder zu aktivieren. Ein solcher DX-Enthusiast ist Werner Hasemann, Delta Juliet 9 Kilo Hotel aus Riede. Unser Mitarbeiter Wilfried Geisler, Delta Kilo 6 Bravo Mike, hat sich mal mit ihm unterhalten.
Werner, seit wann bist du Funkamateur? Seit 1963 lizenzierter Funkamateur, davor, wie es üblich war, Empfangsamateur mit DE-Rufzeichen. Du bist als DXer an Bastian im Bremer Umland ziemlich für deine DX-Tätigkeit bekannt. Wann hat deine Reisetätigkeit zu den DX-Destinationen zugenommen? Angefangen hat das eigentlich 1972, als ich mit dem VW Käfer Monaco, Andorra und Liechtenstein bereist habe und von dort aus UAV gewesen bin. 100 Watt an einer Mobilantenne und trotzdem alle Kontinente erreicht. Welche DX-Ziele hast du beformt? Ich war überwiegend in der ersten Zeit im Nordpazifik und im Südpazifik zugange, dann in Afrika, Südafrika, St. Helena, Ascension, Bahamas, Osterinsel und zuletzt in El Salvador. Ich denke, das waren wohl alle Ziele bisher. Mit anderen Worten, in der Welt zu Hause? Ja, zumindest für 3 bis 4 Wochen jeweils im Jahr. Ne? Wie viele DX-Expeditionen hast du im Laufe deines Funkerlebens unternommen? Also wenn man Andorra, Liechtenstein und Monaco dazu zählt, dann können das an die 20 gewesen sein. Ich habe auch Statistik geführt, aber es waren ganz schön viele. Wie lange dauerten deine Expeditionen zeitlich? Die erste Expedition hat 6 Wochen gedauert. Und 6 Wochen. Die letzte Expedition der El Salvador, das waren genau 14 Tage. Aus wie vielen Teilnehmern bestanden die Expeditionen? Na, immer so zwischen 2 und 15 Teilnehmern, wobei mir die kleineren Expeditionen eigentlich mehr zugesagt haben. Man kann natürlich bei größeren Teilnehmerzahlen auch mit mehr Gepäck und mit besseren Antennen und mit größeren Endstufen rechnen, aber was das Zwischenmenschliche anbetrifft, ist vielleicht so eine Gruppe von 5, 6 bis 10 Teilnehmern das Optimale. Wie viel Kilo Gepäck schleppt ihr denn da so mit? Unser Bestreben ist eigentlich immer, ohne Zusatzgepäck auszukommen. Das heißt mit den 23 Kilo im Abgabebereich und so an die 10 Kilo aufs Bordgepäck. Und damit sind wir bisher eigentlich immer klargekommen. Bis auf die eine Expedition nach Northern Cook, nach Manihiki. Da haben wir also im Container unsere Funkausrüstung und die Masten und das Antennenmaterial vorausgeschickt. Was hast du an Ausrüstung alles mitgenommen, außer Funkgerät und Langdrahtantenne? Ja, Kurzwellen-Endstufen, Beam-Antennen und das gesamte Mastenmaterial. Zuletzt waren das 7 Spider-Beam-Masten. Welche Reisen sind dir in guter Erinnerung geblieben? Am schönsten und am effektivsten war eigentlich so die Reise nach Manihiki, Northern Cook und auch die 3 Expeditionen, die ich nach Ascension Island ZD8 unternehmen durfte. Welche Probleme bezüglich Visa, Rufzeichenzuzahlungen durch die zuständigen Behörden des jeweiligen Landes, von dem du funken wolltest, hat es da gegeben? War das nicht problembehaftet? Ich denke, wenn man solch eine Expedition rechtzeitig und sorgfältig vorbereitet, mit den örtlichen Stellen und vor allen Dingen mit den Funkamateuren vor Ort Kontakt aufnimmt und Probleme im Vorhinein löst, hat man auch keine Probleme. Wir hatten also, und ich hatte eigentlich nie Probleme, weder beim Zoll noch bei der einschlägigen Lizenzbehörden oder bei den Sicherheitsbehörden. Das ging also relativ problemlos. Wohin würdest du gerne noch einmal reisen? Auf jeden Fall Manihiki und Western Samoa. Gibt es noch Destinationen, die du gerne einmal in die Luft bringen möchtest? Ja, aber das möchten ganz viele, so Nordkorea, nicht? Aber im Moment würde ich da auch nicht gerne hinfahren wollen. Gut, bleibt noch eine Frage zu beantworten, für die Hörer, die nicht mit der Funkerei behaftet sind. Was verbirgt sich hinter dem Begriff DX? DX, damit bezeichnet man eigentlich die Entfernung zwischen 2 Stationen, wenn die Entfernung DX sein soll, dann spricht man über Entfernung von über 3000 Kilometer oder Entfernung zu einem anderen Kontinent. DX wäre also für uns in Europa, in Nordamerika zum Beispiel, Asien, Afrika. DX wäre nicht eine Verbindung mit Sardinien oder mit dem Kosovo. Das wäre in dem Sinne kein DX. Aber trotzdem könnte man sagen, dass es eine DX-Expedition ist, ein gewisser Seltenheitsgrad vorliegt, besonders bei Kosovo. Das sind ja nur 1500, 2000 Kilometer von uns, aber bei Rang 16 auf der Wunschliste kann man durchaus sagen, wenn man dorthin fährt, handelt es sich um eine DX-Expedition. Ja, ich danke dir für die Bereitschaft, den Hörern von ADDRC hier Auskunft zu geben, Rede und Antwort zu stehen.
Und ich gebe hiermit das Mikrofon dann zurück. Das war Delta Kilo 6 Bravo Mike in Rosenborg. Radio DARC. Das war Musik vom anderen Ende der Welt, aus Samoa. Bei den wirklich exotischen Klängen der Gruppe Lau Samoa kann man schon mal ins Träumen kommen von weißen Stränden, blauem Meer und Palmen, die sich im Wind wiegen. Aber zurück nach Deutschland, nach Rothenburg an der Wümme. Beim Nordsee-Workshop vor wenigen Tagen taucht auch unverhofft ein sehr prominenter Gast auf. Es war Thomas von Grote, Delta Bravo 6, Oscar Echo, bis zu einem Amtsverzicht langjähriges Vorstandsmitglied des DARC. Er kam nach 200 Kilometern Anfahrt vorbei, um sich umzusehen. Hören wir mal, was Thomas zu sagen hatte. Lieber Thomas, was hat dich bewogen, fast 200 Kilometer zu fahren, um am Nordsee-Workshop teilzunehmen? Nachdem ich nun im letzten November wesentlich mehr Zeit habe, habe ich mal geschaut, womit ich meine Freizeit noch fülle. Und da lief mir der Workshop im Weg. Zu hören und zu sehen soll es einerseits QO100 geben, es gibt Linux, es gibt noch andere Dinge, die haben mich interessiert. Und da ja unser Hobby damit besteht, mit Experimentieren, Bilden und Weiterbilden, habe ich die Zeit genommen mir und bin diese Strecke gefahren, um mich weiterzubilden. Welche Themen haben dich interessiert? Einerseits natürlich die Satellitengeschichte. Da habe ich gelernt, dass der nur 14 Jahre wahrscheinlich da oben noch ist. Ob ich die noch erlebe, das weiß ich nicht, weil ich schon etwas älter bin. Aber es ist ein hochinteressantes Feld. Zum Zweiten hat mich natürlich auch Linux interessiert, die Anwendungen dazu im Amateurfunk. Und mich haben auch die Menschen interessiert, die ich ja schon langjährig kenne. Bist du noch in deiner Eigenschaft als ehemaliges Vorstandsmitglied hierher gekommen oder als privater OM? Bin ganz allein als privater OM und aus eigener Initiative hierher gekommen. Sind deine Erwartungen an die Veranstaltung, Vorträge, Thementische und persönlichen Gespräche in Erfüllung gegangen? Meine Erwartungen sind in Erfüllung gegangen. Habe ich also einen Vortrag über den QO100 gehört, der sehr informativ war. Die persönlichen Gespräche, und Sie hören auch dazu, die waren sehr ergebnisreich. Ich gehe schon mal mit sehr vielen neuen Eindrücken und Informationen nach Hause. Thomas, ich bedanke mich für das Interview recht herzlich und gebe das Mikrofon zurück. Das war's von Delta Kilo 6 Bravo Mike aus Rothenburg. Wirklich unglaublich faszinierend. Was vor kurzem noch unmachbar schien, ist heute Realität geworden. Sprungtechnik, Satellitenfunk, weltweite Vernetzung. Mehr als 2 Millionen Funkamateure auf der ganzen Welt haben an diesen Entwicklungen erheblichen Anteil genommen. Werden auch Sie Teil dieser weltumspannenden Gemeinschaft? Werden Sie Funkamateur oder Funkamateurin? Erleben auch Sie eines der spannendsten Hobbys überhaupt? Gespräche mit Astronauten, mit Forschern am Südpol, Funk über den Mond? Das alles ist tägliche Realität für uns Funkamateure. Kontaktieren Sie einen der bundesweit 1000 ortsverbänden des deutschen Amateurradioclubs e.V. für mehr Informationen. Dann können auch Sie bald zu den Menschen gehören, die diese faszinierende Welt kennenlernen. Info unter darc@darc.de. Nochmal darc@darc.de. Wir sind auch in Facebook unter darc-ev zu finden. Vorhersage, Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage. Nun kommt Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whiskey vom HF-Referat des DARC zu Wort, und zwar mit der aktuellen Funkwettervorhersage. Die brauchen die aktiven DXer, um ihre Jagdtaktik auf optimalen Erfolg zu trimmen. Christian, wie schätzt du die Aussicht auf Erfolg aktuell so ein? Trotz sehr ruhiger Sonne reicht die Spielwiese von 80 bis 15 Meter, Conny. Eine gleichbleibend schwache Sonnenaktivität und ein vorwiegend ruhiges bis sehr ruhiges Erdmagnetfeld stehen einmal mehr für die letzte Woche im Log. Darüber hinaus finden wir eine leicht steigende Tendenz bei der Grenzfrequenz am Mittag. Das soll auch so sein. Immerhin steigt der Energieeintrag in die nördliche Hemisphäre der Erde kräftig an, weil es auf das Frühjahr zugeht.
15 Meter öffnet daher inzwischen wieder recht zuverlässig mittags in südliche Richtungen. Manchmal geht auch noch etwas mehr. Die Ergebnisse der South Orkney-Expedition zeigen, wie lokal Ausbreitungspfade auch abseits von Sporadic E sein können. Das betraf die oberen Bänder, wo es durchaus passieren konnte, dass man von Europa aus eine Stelle in der Ionosphäre erwischt hat, die beispielsweise ein Signal 2 Meter weiter transportieren konnte. Hat man dann so den ersten Sprung hinbekommen, befand sich das Signal bereits so weit in sonnigeren Gefilden, dass der restliche Weg bis in den Südatlantik kein großes Problem mehr war. Nachdem dieser erste Sprung aber nur durch eine eher zufällige Ansammlung vieler freier Elektronen am ersten Brechungspunkt möglich wurde, die sich Minuten später bereits wieder verlaufen hatte, klappte das nur kurzzeitig und womöglich auch nur von einem Gebiet aus. Die YLs und OMs 200 Kilometer weiter hatten nichts mehr davon. So kann Ausbreitung tatsächlich sein, wenn zu wenig Stoff von der Sonne kommt, und deswegen darf man gerade bei den Ohrenbändern niemals nie sagen. Am nächsten Freitag, dem 20. März um 3.49 Uhr UTC, wechselt der Punkt, über dem die Sonne senkrecht steht, auf die Nordhalbkugel der Erde. Tag und Nacht sind überall auf dem Globus gleich lang. Es ist also astronomischer Frühlingsanfang. Bereits 3 Tage zuvor macht die Tageslänge in unseren Breiten den größten Sprung nach vorne. Das sind knapp 4 Minuten. Und dass das nicht genau zur Tag- und Nachtgleiche passiert, liegt daran, dass die Erdbahn keine ideale Kreisbahn ist, sondern eine leichte Ellipse. An der Sonnenaktivität ändert das nichts. Eher schon die eine aktive Region, die im Moment sichtbar ist und auf niedrigem Niveau Flares produziert. Aber sie wird zu kurzlebig sein, um wirklich Bewegung zu bringen. Daher bleibt auch die nächsten Tage die Sonnenaktivität schwach. Im Erdmagnetfeld sind keine unruhigen Phasen zu erwarten. Die unteren Bänder werden also zum Ende der Saison nochmal gut laufen. Oben werden wieder 40 bis 20 Meter die lautesten DX-Signale bieten, mit häufigen Öffnungen auf 17 Meter und sich langsam verstärkenden Lebenszeichen auf dem 15-Meter-Band. Die Soul-Sängerin Tammy Lynn aus New Orleans sang in den 1960er und 70er Jahren zusammen mit den Rolling Stones, King Floyd und Wilson Pickett. Sie landete einen Top-10-Hit, I'm Gonna Run Away From You, und den hören wir jetzt. Aber bitte jetzt nicht wörtlich nehmen, denn auch bei schwacher Sonne wartet Good DX. Auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt. Haben Sie schon jemals von einem sogenannten Sanguine-Projekt gehört? Nun, das ist keine Wissenslücke, denn mit diesem Namen können nur ausgebuffte Insider etwas anfangen. Dennoch eine höchst interessante Sache, um die es hier geht, und daher auch ein Thema für unsere heutige Technikecke. Also, was versteht man unter diesem Sanguine-Projekt? Regelmäßige Hörerinnen und Hörer unserer Programme können sich sicherlich noch daran erinnern, dass wir vor ein paar Wochen diverse Beiträge zu Langwellen- und Längswellensendern ausgestrahlt haben. Auch bei Sanguine geht es darum, um Längswellenkommunikation mit U-Booten. Dennoch ist die hierfür eingesetzte Technik ebenso bizarr wie gigantisch. Und doch lohnt sich ein genauerer Blick auf diese Hochfrequenzmonster durchaus. Das Projekt Sanguine wurde im Jahr 1968 von der US-Marine aufgesetzt, um mit Hilfe extrem niederfrequenter Funkwellen die Kommunikation mit untergetauchten U-Booten zu ermöglichen. Sie wissen ja, dass sehr langwellige Hochfrequenz in der Lage ist, mehrere hundert Meter in das Wasser einzudringen und so Nachrichten an getauchte U-Boote zu übermitteln. Wir sprechen hier von wirklich tiefen Frequenzen, nicht im Megahertz-Bereich, nicht im Kilohertz-Bereich, sondern im Hertz-Bereich. Konkret wurde mit gerade einmal 76 Hertz übertragen oder 4000 Kilometer Wellenlänge. Diese Verzweiflung der Fernsehantennen wären wahrhaft titanisch gewesen. So war vorgesehen, im Staat Wisconsin ein rechteckiges Gitter aus 9700 Kilometer vergrabenen Kabeln zu installieren, welches eine Fläche von 58.000 Quadratkilometern bedecken sollte. Zum Vergleich, das ist etwas weniger als die Hälfte des Bundeslandes Bayern oder doppelt so groß wie ganz Hessen. Zur Einspeisung plante man 100 unterirdische Sender in Betonbunkern, welche die Hochfrequenz in die an die Enden geerdeten Kabel abgeben. Zwischen den Enden entstehen so Wechselstromschleifen bis tief in den Boden und erzeugen ELF-Wellen. Das steht englisch für Extreme Low Frequency.
Als Budget wurden 2 Milliarden US-Dollar veranschlagt und das Ganze sollte eine Leistungsaufnahme von 800 Megawatt haben. Diese Zahlen muss man erstmal wirken lassen. Ein 800 Megawatt Sender, dessen Antennen die Fläche eines ganzen deutschen Bundeslandes bedecken. Und das alles nur, um mit U-Booten funken zu können? Wie man sieht, ist dem US-Militär nichts zu teuer und zu groß. Sie springen auf solche Vorschläge gerne immer noch an. Aber so ein Vorhaben war selbst in den USA etwas zu viel des Guten. Das Projekt war von Anfang an umstritten und wurde von Politikern, Antikriegs- und Umweltgruppen scharf angegriffen. Auch Wissenschaftler warnten, denn niemand könne die Wirkungen von so viel Hochfrequenz auf Mensch, Natur und Umwelt seriös abschätzen. Es war zu erwarten, dass hohe Bodenströme und gigantische elektromagnetische Felder auftreten. Und was war mit der Bevölkerung von Wisconsin? Elektrosmog-Hysterie war sicherlich nicht angebracht, was aber, wenn man von Hunderten von Megawatt redet. Auch die Militärs dachten schließlich nochmals über das Sanguine-Projekt nach und kamen zu dem Schluss, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Anlage suboptimal war, um es mal so auszudrücken. Bis zu wirklich ballistisch nur 5 Raketen hätte man die Anlage auch leicht zerstören können. Der Nutzen war also zweifelhaft. In Wisconsin gab es also ein politisches Aus, also versuchte man es nochmal im Süden von Texas. Aber auch hier wurde Sanguine von der örtlichen Opposition gestoppt. Man musste also wohl oder übel etwas bescheidener planen, um zu einer funktionierenden U-Boot-Kommunikation zu kommen. Und was das genau war und was dann später wirklich realisiert wurde, das erfahren Sie nach unserem nächsten Musiktitel. Bleiben Sie dran. Mit unserem heutigen Technikbeitrag zum sogenannten Sanguine-Projekt. Das ist ein Ultralangwellensender zur Kommunikation mit U-Booten. Die ursprünglichen Planungen des Jahres 1968 wären die größten jemals von Menschenhand geschaffenen Sendeeinrichtungen auf dem Planeten Erde geworden. Politischer Widerstand stoppte das jedoch und so musste etwas bescheidener geplant werden. Schließlich wurde im Jahr 1981 ein Längswellensystem gebaut und dieses trug den Namen Projekt ILF. Es bestand aus 2 Sendeeinrichtungen, eine am Calm Lake Wisconsin und eine in Republic Michigan, mit insgesamt 135 Kilometer oberirdischer Übertragungsleitungsantenne. Die beiden Sender arbeiteten normalerweise synchron in eine Antenne für eine größere Reichweite, konnten aber auch getrennt und unabhängig voneinander betrieben werden. Die Calm Lake-Anlage diente als Testinstallation. Sie bestand aus 2 23 Kilometer langen Übertragungsleitungsantennen, auch als Bodendipole bezeichnet, in Form eines Kreuzes mit dem Sender im Kreuzungspunkt. Die Einrichtung in Republic bestand aus 3 Übertragungsleitungen mit 2 zu 23 Kilometer und eine zu 45 Kilometer in Form des Buchstabens F. Dies deshalb, um sich den Gegebenheiten der Landschaft anzupassen und um Siedlungen auszuweichen. Die Leitungen bestanden aus 1,5 cm dicken Aluminiumkabeln, die auf Isolatoren an 12 Meter langen hölzernen Strommasten aufgesetzt, ähnlich wie gewöhnliche Stromleitungen. Die Enden wurden mit 1,6 bis 4,8 Kilometer vergrabenem Kupferkabel und Erdungsstäben geerdet. Später ersetzte man diese durch Elektrodenanordnungen in 91 Meter langen Bohrlöchern. Die Sender waren recht bescheiden im Vergleich zu dem, was bei Sanguine vorgesehen war. Gerade mal 2,6 Megawatt wurden installiert. Eine Treiberleistung im Vergleich zu dem Monster vorher. Naja, ich wäre froh, wenn ich nur mal jene mickrigen 2,6 Megawatt für einen Radio-DHC-Sender buchen könnte. Das gäbe mal wohl einen tollen Empfang. Aber zurück zum ILF-Projekt. Insgesamt 300 Ampere HF-Strom waren angesagt. Er führte in die tief vergrabenen Erdungselemente im Boden. Die Sender arbeiteten mit einer Frequenz von 76 Hertz, einem niedrigen Frequenzband. Sie konnten mit U-Booten auf der gesamten Erdoberfläche kommunizieren. Das System sendete kontinuierlich 24 Stunden am Tag und hatte eine Leerlaufnachricht, wenn sie nicht verwendet wurde. Damit konnten U-Boote überprüfen, ob sie sich noch in Kommunikationsreichweite befanden. Aufgrund der extrem kleinen Bandbreite des ILF-Bandes hatten die Sender eine sehr langsame Datenrate. Sie konnten keine Sprache übertragen, sondern nur kurze, kodierte Textnachrichten mit wenigen Buchstaben. Berichten zufolge dauerte die Übertragung einer einzelnen Codegruppe mit 3 Buchstaben 15 Minuten.
daher wurde das System nicht zur Weiterleitung von Betriebsaufträgen verwendet, sondern hatte eine Art Klingelfunktion, bei der bestimmte U-Boote an die Oberfläche befohlen wurden, um dann detaillierte Befehle über gewöhnliche Funk- und Satellitenkommunikationsverbindungen zu erhalten. Obwohl wesentlich kleiner als Sanguine, war auch das ELF-Projekt höchst umstritten und das Ziel von juristischen Angriffen, Klagen und Protesten während seiner gesamten Betriebsdauer. Bei 5 Gelegenheiten haben die Demonstranten sogar die Antennenmasten umgesägt und den Betrieb unterbrochen. Eine höchst gefährliche und riskante Angelegenheit übrigens bei so viel Strom auf den Kabeln. Im Jahr 2004 schaltete die Marine schließlich beide Sender aus, mit der Erklärung, dass sich Kommunikationssysteme mit höheren Frequenzen so weit verbessert hatten, dass das langwellige ELF-System nicht mehr erforderlich war. Funkwellen im extrem niederfrequenten ELF-Band von 30 bis 300 Hertz können bis zu einer Tiefe von Hunderten von Metern in Strukturen und Wasser eindringen und so mit U-Booten in normaler Betriebstiefe kommunizieren. Aber je niedriger die Frequenz, desto länger die Wellenlänge der Funkwellen und die Sender benötigen immer längere Antennenstrukturen, um sie abzustrahlen. Da selbst die gerade vorgestellten riesigen Antennen viel kleiner als die ELF-Wellenlängen sind, sind sie äußerst ineffizient. Nur ein winziger Teil der Senderausgangsleistung wird wirklich abgestrahlt, der Rest wird in Wärme verheizt. Bei ihrer vollen Leistung von 2,6 Megawatt erzeugen die beiden US-ELF-Sender zusammen gerade mal 8 Watt Strahlungsleistung. Aber auch dieses schwache Signal reichte aus, denn aufgrund der geringen Dämpfung von ELF-Wellen muss man nur mit 1 bis 2 dB Signalverlust pro 1000 Entfernungskilometer rechnen. War wieder mal spannend zu hören, worauf menschliche Gehirne so alles kommen. In diesem Sinne, schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Eva Maria, Delta Golf 9, Mike Fox Golf. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2 November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören Sie uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Wir wären sehr an technischen Details wie der Feldstärke und der Empfangsqualität interessiert. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal, radio@darc.de. Bitte geben Sie, sofern vorhanden, Ihr Rufzeichen an, damit der Versand über die QSL-Vermittlung des Clubs erfolgen kann. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio@darc.de.